Die neue Armin Laschet-Biografie bringt eine historische Sensation zutage. Der Ministerpräsident von NRW soll direkter Nachkomme von Kaiser Karl dem Großen sein. Für ZDF Royal reise ich nach Aachen, um bei einem Historiker weitere Erkenntnisse zu erlangen. Schönen guten Tag, Herr Professor Müller. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wollen wir in mein Büro gehen? Ja. Gut. Wollen Sie sich noch umziehen vorher oder bleibt das so? Bleibt so. Ah ja. Welche Eigenschaften von Karl dem Großen finden Sie in Armin Laschet wieder? Ja, was man nicht wiederfindet, ist die Körpergröße. Karl der Große ist natürlich ein stattlicher Mann gewesen. Armin Laschet ist eher sozusagen der westlichen Napoleon-artigen Größe verhaftet. Der Historiker nimmt solche Abstammungsdinge eigentlich gar nicht ernst oder nicht sehr ernst. Aber Armin Laschet schon. Ja, vielleicht ja auch sein Bruder. Er ist vielleicht stolz darauf, von Karl dem Großen möglicherweise abzustammen. Wissenschaftlich ist es, würde ich sagen, im positiven Sinne des Wortes fragwürdig. Und mit ein bisschen Fantasie kann ich mir da auch Armin Laschet doch drunter vorstellen, muss ich sagen. Also sehr, 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 sehr viel Fantasie. Also ich komme offenbar mit Ihrem Grad an Fantasie da nicht mit. Ja. Am ehesten vielleicht noch kriegte man es mit den Haaren hin. Und weiter geht's in die Hauptstadt. Hier im altehrwürdigen Meistersaal zu Berlin wird die neue Armin Laschet-Biografie vorgestellt. Und zwar von niemand Geringerem als Markus Söder. Ist er sich nicht der Gefahren bewusst, die da auf ihn lauern? Karl der Große hat ja die Selbstständigkeit Bayerns beendet. Sehen Sie die Gefahr dann auch bei Kaiser Armin Laschet? Also ich glaube, dass der Armin Laschet ein unglaublich bürgerlicher Mensch ist und dass er eigentlich da überhaupt keine Verbindungen hat zu Karl dem Großen. Ganz im Gegenteil, er möchte eher Deutschland voranbringen, Europa, und nicht wie Karl der Große regieren, denn der regierte ja vom Sattel aus und zwar auch sehr hart. Also hart ist Armin Laschet nicht, er ist doch ein weicher Typ. Er ist nicht hart genug für den Posten. Mensch. Sensibel. Ist ein sensibler Mensch. Hier im Staatstheater Mainz wird Armin Laschet gleich auftreten. Armin Laschet oder wie er mit vollem Adelstitel heißt, Armin Laschet. Oh, die Herolde verkünden sein Kommen. Lasset die Schalmeien erklingen. Geschmeidigkeit, die aufrechte Sitzhaltung, die kraftvolle Stimme, das ist 1000 Jahre genetisches Best of Germany, das wir hier erleben. Und über ihm, da sehen wir eine Krone, das ist natürlich kein Zufall, das ist eine Vorausschau auf seine baldige Intronisierung. Ja, Armin Laschet heute im anthrazitfarbenen Regierungszwirn, der wird traditionell geschneidert vom Couturier des Landtags, Karl von Karstadt. Die Brille dazu selbstverständlich aus Fensterglas, um ihn menschlicher zu machen, um seine Unfehlbarkeit zu kaschieren. Armin der Große trägt heute königsblaue Socken mit den traditionellen zwei Löchern, die im Familienwappen des Hauses Laschet für das Fehlen von Furcht und Kompetenz stehen. Herr Laschet, ich habe nur ein Geschenk für Sie, eine Merchandising-Tasse. Mit Armin der Große, Sie sind ja direkt der Nachkomme von gut. Tschüss. Karl dem Großen. Tschüss, wenn es Ihnen nicht gefällt, einfach fallen lassen. Scherben bringen Glück. Und das kann der Mann gebrauchen. Und jetzt fahre ich mit der von Ihren Gebühren gekauften Kutsche zurück nach Köln. Herrlich. Was denn? Ich übe mein Arschgeigen-Solo. War doch versprochen. Ihr könnt ja in der Zeit den Kanal abonnieren.